Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr heute wieder dabei seid. Es ist Mittwoch, der 14. April 2021 und bei mir sitzt der Patrick. Servus Patrick, schön, dass du da bist, dass du Zeit gefunden hast. Alles Liebe, komm, lass dich drucken, so wie sie das gehört. Ja? Wir sind nichts die neue Normalität, wir sind die alte Normalität, beziehungsweise eigentlich noch eine viel herzlichere, weil mir kommt vor, ich habe mehr Umarmungen und mehr Küssereien im letzten Jahr erlebt als jemals zuvor, oder? Geht mir genauso. Ja, das kann ich bestätigen. Patrick, du bist heute da, weil du uns eine Geschichte erzählen willst. Du warst am Samstag, den 10. April in Wien dabei. Bei der Demo, magst du ein bisschen erzählen, wie ist das abgelaufen, wo habt ihr euch getroffen, wie war der Eindruck, wie waren die Menschen drauf, wie waren die uniformierten Menschen drauf und was ist da anschließend passiert? Herzlichen Dank einmal für die Einladung. Herzlichen Dank auch für deinen Einsatz, deinen unermüdlichen Einsatz. Ich weiß, du hättest eigentlich mit deinen Jobs schon sehr viel zu tun und bist trotzdem unermüdlich im Einsatz im Kampf gegen diese Ungerechtigkeiten. Danke. Dafür vorab wirklich herzlichen Dank. Danke dir. Und zum Thema, ja, es war eben der 10.4., es war eben angekündigt, eine Demo im Schweizer Garten. Es wurde aufgefordert, Picknickdecken mitzubringen, es wurde aufgefordert, auch Getränke mitzubringen. Es war eigentlich von vornherein so angedacht, dass man sich im Park aufhält, dass man dort einfach friedliche Stimmung macht und auch mit Musik wurde angekündigt. Und auf das habe ich mich richtig gefreut, einfach einmal mit Gleichgesinnten in der Sonne sitzen, einfach in der Natur sitzen, auch wenn es jetzt nur ein kleiner Park ist, trotzdem besser als irgendwo vier Wände oder keine Ahnung was. Ja. Und wie war es? Zuerst war es total super, es wurde Musik gespielt, es war eine lässige Stimmung, die Leute sind auf Picknickdecken herumgesessen, es waren natürlich auch einige dabei, die halt von vornherein schon geschrien haben, ja, kurz muss weg und die ganzen Parolen. Und ja, bis um 13 Uhr hat es angefangen, um 14 Uhr ungefähr war das, wenn ich mich richtig erinnere, wurde dann aufgefordert, so, wir marschieren jetzt los. Wer hat das aufgefordert? Unter anderem der Martin Rutter. Ich gehe davon aus, dass es war. Ich denke, seine Stimme erkannt zu haben. Er war maskiert. Ich glaube, das war eben zur Tarnung, dass sie ihn nicht gleich verhaften, bevor irgendwas passiert. Mhm. Und jedenfalls ist die breite Masse dann eben auch wirklich losmarschiert. Ich habe gewusst, das kann nicht funktionieren, weil ich habe von vorn, also bevor das Ganze angefangen hat, auf dem Weg habe ich schon gesehen, dass eben rundherum schon Absperrgitter bereitgestellt waren, die Seitengassen waren schon blockiert mit Polizeiautos und Polizisten, Beamte sind sie ja keine, aber auch mit Polizisten. Mhm. Und deswegen habe ich gewusst, die kommen keinen Millimeter aus dem Park. Ja, sie haben es dann eben geschafft, auf der Straße einmal rund um den Park zu gehen und an der Kreuzung, wo es eben ist zwischen Schloss Belvedere, Hauptbahnhof und diesem Schweizer Garten, an dieser Kreuzung ist das Ganze dann zum Stillstand gekommen. Ja, sie sind dort nicht mehr weitergekommen. Es waren ein paar Hooligans, soweit ich weiß, mit dabei, die dann auch eben die Absperrgitter zurückgezogen haben, was eigentlich gar nichts gebracht hat, außer dass ein paar dann Pfefferspray und Schlagstöcke abbekommen haben. Mhm. Das heißt, es war meines Erachtens einfach sinnlos. Ja? Ich bin eben wirklich im Park geblieben, habe gewartet, was da jetzt passiert, habe gehofft, dass die Masse dann wieder zurückkommt in den Park und die Polizisten draußen einfach stehen lässt. Das wäre von vornherein eigentlich auch meines Erachtens noch die beste Vorgehensweise gewesen, mhm, dass wir einfach alle im Park bleiben, mhm, Party machen und die Polizisten draußen einfach stehen lassen. Mhm. Und diese ganzen Provokationen und so weiter oder dieses Losmarschieren wollen und durchbrechen wollen, das war meines Erachtens noch von vornherein zum Scheitern verurteilt und ich hätte es gar nie versucht. Okay, wann ist das mehr oder weniger aufgelöst worden, weil die Herrschaft nochmal dann irgendwann einmal aufgehört? An den Gittern zu reisen, weil ich habe es mir live angeschaut, ich war ja, bin in Graz geblieben, ich habe kein gutes Gefühl gehabt und deshalb haben wir gedacht, na, das spare ich mir gleich, dass ich da rausfahre und wann ist das irgendwie aufgelöst worden, wo ist es dann weiter hingegangen oder haben sie sich alle irgendwie in alle Richtungen verspargelt? Ich weiß nicht ganz genau, wie es an der Front ausgeschaut hat, weil ich eben im Park geblieben bin. Es war zwischen 16.30 Uhr und 17 Uhr, wo ich und meine Begleiter, ich war mit zwei Damen draußen, meine Freundin und eben der Auri, haben wir beschlossen, so, wir verlassen den Park jetzt, weil es ist sowieso ja nichts losgegangen. Wir haben gesehen, die Masse steckt eben weiterhin an der Kreuzung.
Und damit haben wir gesagt, okay, wir gehen jetzt hinten raus aus dem Park. Dort waren natürlich auch Polizisten und wie wir raus sind, haben wir dann auch gesehen, dass dort dann mehrere Polizeiwegen mit einer Herrschaft von Polizisten eben reingefahren ist, um das abzuriegeln. Mhm. Und als wir dann rausgekommen sind, sind wir Richtung Heldenplatz aufgebrochen und wir wollten uns dort am, nicht Heldenplatz, sondern dahinter. Maria-Theresien-Platz? Nein, dahinter, wo das Hofreitschule ist. Ballhausplatz. Ballhausplatz, danke sehr. Also beim Ballhausplatz sollten eben sich wieder Menschen einfinden nach der Demo. Um 18 Uhr wäre das geplant gewesen. Wir haben dann dorthin geschaut, haben gesehen, es ist schon großzügig abgesperrt mit Absperrgittern. Es waren sehr, sehr viele Polizisten vor Ort. Dann haben wir gesagt, okay, schauen wir mal, was sich rundherum so tut. Und dann sind wir raus auf den Ring auf dieser Höhe und haben dort gesehen, dass die Antifa teilweise oder größtenteils mit Fahrrädern unterwegs war. Mhm. Die wurde dann tatsächlich auch eingekesselt von der Polizei und wurden festgehalten. Ich weiß nicht genau, was da dann weiter passiert ist. Wir haben nur gesehen, es waren eben die radikalen Antifa-Truppen, die da wieder Stunk gemacht haben. Und die wurden dann eben von der Polizei eingekesselt. Wir sind dann wieder runter Richtung Staatsoper. Wir haben eben über die einschlägigen Kanäle erfahren, dass um 18.30 Uhr dort ein Treffen der Demo-Teilnehmer nach der Demo quasi ausgemacht war. Ja. Sind dann dorthin, haben eben ein paar bekannte Gesichter auch wieder gesehen, ein paar Freunde getroffen, die eben auch quasi gegen diese Maßnahmen sind. Wir sind dort in einer kleinen Gruppe zusammengestanden, was waren wir, zwei, vier, fünf Personen. Es waren mehrere so kleine Grüppchen und als die Polizei dann auch dort ein großes Aufgebot hingeschickt hat, sind viele von diesen Demo-Teilnehmern, oder die sich da eben treffen wollten, dann auch plötzlich verschwunden, keine Ahnung, vor was die Angst gehabt haben. Jedenfalls ich und meine Freunde sind dort stehen geblieben und wurden eben von der Polizei aufgefordert, unsere Daten preiszugeben. Es wurde eine, also sie wollten eine Identitätsfeststellung machen. Und nachdem ich kein Verbrechen begangen habe, habe ich mich deswegen auch geweigert. Okay, und da beginnt eigentlich dann deine Geschichte, die in diesen Blättern geendet hat, in Wahrheit. Also was ist danach passiert? So einfach so mal kurz drüber. Ja. Viele von euch haben vielleicht schon das Video gesehen, wo eben die Polizisten in Reihe und Glied stehen und mich auffordern dazu, meine Identität herauszugeben, wo ich mich aber geweigert habe. Ich habe eben versucht, diverse Gesetzesgrundlagen, auch Beschlüsse von Verfassungsgerichtshof und Verwaltungsgerichtshof aufzuzeigen, die eigentlich belegen, dass das Ganze ohne Halt ist, ja, diese ganzen Verordnungen rechtswidrig sind und dass niemand sich dran halten muss. Das sind keine Gesetze, es sind nur Verordnungen und rechtswidrig. Und genau das wollte ich den Polizisten eben näher bringen. Ja. Das ist meine persönliche Meinung. Das hat die Herrschaften aber nicht interessiert. Ich habe eben versucht, diverse Schlagworte, Argumente vorzubringen, wurde aber von den Polizisten immer wieder unterbrochen, was ich sehr unhöflich finde. Und meines Erachtens auch ist das auch ein Verstoß gegen die Meinungsfreiheit, ja, wenn ich meine Meinung nicht kundtun darf. Und habe relativ laut gesprochen, ich habe halt ein relativ lautes Organ. Ja. Gott sei Dank, das kann man ja im Video gut hören im Vergleich zu anderen. Das mag sein. Und ein Polizist, der hat schon ein höheres Dienstgradabzeichen auf den Schultern gehabt, der hat mich dann eben aufgefordert, das zu unterlassen. Ich soll quasi den Mund halten und hat eben mich dann auch aufgefordert, meine Daten herzugeben, weil ich jetzt gegen das Wiener Landes Sicherheitsgesetz oder so verstoßen würde. Das habe ich im Nachhinein erst erfahren. Ja, das hat er mir nicht vorher gesagt, sondern das habe ich im Nachhinein erfahren, weil ich zu laut war eben. Ja, dabei habe ich in normaler Lautstärke gesprochen. Der Straßenverkehr, alles rundherum war viel lauter. Und eben
Nur damit man auch in der zweiten Reihe mich noch hört, es waren eben noch ein paar Menschen da und auch, dass die Polizisten mich hören, obwohl sie immer wieder versucht haben, mich zu unterbrechen, habe ich eben laut gesprochen. Das war kein Herumschreien, es war kein Plärren oder sonst was, ja. Ich habe einfach nur laut gesprochen. Und auf die Aufforderung von Polizisten eben, ich soll jetzt eben meine Daten hergeben, meinen Ausweis, was auch immer, ja, und ich nicht darauf reagiert habe, ist dann der Befehl gekommen, so, den nehmen wir jetzt fest. Daraufhin wurde ich eben von mehreren Polizisten gepackt und weggeschleift von dem Platz dort. Sie sind mit mir dann ein Stückchen runter gegangen zu den Polizeiautos, den Bussen, die dort geparkt haben, haben mich dann hinterm Bus, an den Bus angepresst, ja, mit an jedem Arm ist ein Polizist gehängt, hinter mir ist einer gestanden, der mich zum Bus gedrückt hat und ich weiß es jetzt leider nicht genau, aber um die 10 Polizisten sind dann noch zum Abschirmen rundherum gestanden. Ja, und das war keine sehr schöne Erfahrung. Wie ging es dann weiter? Naja, es hat gefühlt ewig gedauert, um die 10 Minuten, bis dann der Bus eintraf, der eben die eingebauten Zellen hat, mit dem sie mich dann abtransportiert haben. Sie haben mich ins Anhaltezentrum Rosauerlände gebracht und zum Polizeianhaltezentrum Rosauerlände gibt es eine ganz tolle Geschichte. Ich persönlich habe es herausgefunden, indem ich einfach gegoogelt habe, PAZ, also Polizeianhaltezentrum Rosauerlände, und dann habe ich hinten noch hinzugefügt NS sowie Nationalsozialismus. Und da kommt man dann gleich zu ein paar interessanten Pages, wo man dann sieht, es wurde ein Schild angebracht an diesem Gebäude. Ich werde das ganz kurz jetzt herzeigen. Ja, da. Gedenktafel 369 Wochen, 9 Rosauer Lände 5. Und zwar geht es da darum, die Käthe Sasso wurde 1942 hier als 16-Jährige inhaftiert und kam im Jänner 1943 als Häftling ins Wiener Landesgericht. 1944 wurde sie ins Konzentrationslager Ravensbrück deportiert. Wenn wir die Gerechtigkeit vergessen, versteinert unser Herz. Das steht auf der linken Seite dieser Gedenktafel und auf der rechten Seite steht dann: Zur Erinnerung an alle Opfer des Faschismus hier im ehemaligen Polizeigefängnis Rosauerlände waren in der Zeit ohne Gnade von 1938 bis 1945, Entschuldigung, politische Gegnerinnen, furchtbar irre Akkord, Gegnerinnen und Gegner des NS-Regimes eingekerkert. Dieses Gefängnis war der Vorhof zu den Verhören und Folterungen aus der Gestapo-Leitstelle auf dem Morzinplatz. Das heißt, Gänsehaut und Heulen. Das heißt für mich, ja, ich wurde genau in so ein Gefängnis gebracht, wie es eben auch in der NS-Zeit, und das waren schreckliche Zeiten, Regimegegner eingekerkert wurden, weil sie ihre Stimme gegen die Regierung, gegen dieses Regime erhoben haben. Und das passt für mich wie die Faust aufs Auge. Das ist für mich Ironie pur. Und ich finde es unglaublich traurig, dass diese Geschichte nicht endet, sondern eine Wiederbelebung erfährt. Und das ist für mich ein No-Go. Haben wir aus der Geschichte nichts gelernt? Offensichtlich nicht. Es wiederholt sich gerade wieder auf eine nur viel subtilere und grausligere Art und Weise. Ja, mit dieser Spaltung, mit den Medien, die in Wahrheit nur eine Seite bringen, und zwar die Seite, die die Regierung bestimmt, die einzig richtige Meinung ist. Alle anderen Menschen, Wissenschaftler, Ärzte, Anwälte, egal wer, die zu einem anderen Schluss kommen, als dass wir eine Pandemie haben und in Wahrheit wieder in einen Faschismus, in einen totalitären Staat rutschen, die werden diffamiert, die werden diskreditiert, die werden zensuriert, die verlieren ihre Jobs, auf die wird gespuckt, getreten, die werden teilweise vor Gericht gestellt. Wir normale Menschen, die in dem Staat Österreich leben,
die für Frieden, Freiheit, für Gerechtigkeit, für Selbstbestimmung, für Wahrheit, Meinungsfreiheit, ja, einstehen, die nimmt man mit wie Schwerverbrecher, bringt die in so ein Zentrum, wie damals Juden Regimegegner. Und Regimekritiker, die gegen Hitler und gegen das NS-Regime waren, also leideln da draußen. Denkt einmal ein bisschen nach. Wir sind friedliche Menschen, die auf die Straßen gehen. Und dass man dort oder da mal laut wird, weil man verzweifelt ist, weil der andere auch nicht hört, weil der ein versteinertes Herz hat. Das klingt gut da mit dem Versteinertsein. Klingt gut, es ist traurig. Wenn wir die Gerechten vergessen, versteinert unser Herz. Und mir kommt vor, dass viele Menschen da draußen in Uniform, nicht alle, die haben ein versteinertes Herz. Die haben ihre Befehle von oben, vergessen aber, wenn sie ihre Uniform ausziehen, dass sie ganz normale Menschen sind, wie du und ich und wie wir alle da draußen. Ja, richtig. Und wir quälen einander, wir quälen vor allem unsere Kids, wir quälen die Kinder, die Jungs und Mädels in den Schulen, jetzt schon in den Kindergärten. Fassmann sagt schon, er will die Kinder impfen mit diesen ganz, ganz klassen Impfstoffen, die solche Schadwirkungen haben, falls das Drecksklumpert überhaupt überlebst, dass er Wahnsinn ist. Also bei aller Liebe, in was für Richtung geht das? Ich glaube, wir müssen da was aufrufen, Patrick, oder? Was würdest du den Menschen, ich glaube, wir brauchen da gar nicht mehr viel drüber erzählen, weil es ist einfach nicht lustig, du hast eine Straferkenntnis gekriegt. Das Einzige, was ich zu dieser Straferkenntnis oder zu der Verhaftung noch sagen möchte, ich wurde nicht verhaftet oder festgenommen, weil ich die Maske nicht getragen habe, auch nicht, weil ich den Mindestabstand nicht eingehalten habe oder weil ich mich nicht an die Corona-Verordnung nicht gehalten habe. Nein, ich wurde festgenommen wegen... wie ist der genaue Wortlaut? Sie haben es überhaupt lautstark, du hast lautstark geschrieben. Lautstarke Meinungsäußerung, genau. Schreiender Sprache. Genau. Unterhielt sich der Festgenommene ausschließlich in schreiender Sprache. Lärmerregung. Lärmerregung. Wegen Ruhestörung wurde ich de facto verhaftet. Ich habe ein lautes Organ, ich habe gesprochen. Erst nachdem ich von den Polizisten gepackt wurde, habe ich angefangen zu schreien. Das sieht man auch auf dem Video wunderbar. Also es ginge noch viel lauter. Ich habe, wie gesagt, laut gesprochen, aber Ruhestörung tut mir leid. Das ist ein Vorwand. Ja, vor allem haben sie ein Dezibelmesser mitgehabt. Wahrscheinlich jedes Auto oder LKW oder Bus, der da vorbeifährt, ist um einiges lauter. Und vor allem, man muss die Stimme erheben, um gehört zu werden, wenn man vor allem so einen Umgebungslärm hat. Also so alles miteinander. Nicht lustig, was sie da mit dir gemacht haben. Sie haben dich einige Stunden festgehalten. Du wirst natürlich mit einer Beschwerde dagegen vorgehen. Du suchst jetzt gerade den passenden Anwalt, weil auch ihr Anwälte da draußen, bitte seid einmal wirklich uns gegenüber solidarisch, weil ihr wollt auch, glaube ich, nicht in so einer Welt aufwachsen, wie sie jetzt gerade ist da draußen. Also bitte, viel mehr Anwälte müssen jetzt aufstehen und müssen uns unterstützen, weil diejenigen, die jetzt mutig sind und quasi all diese Menschen vertreten, die gegen die Corona-Maßnahmen sind, die sind einfach dermaßen überfordert, weil tausende Menschen brauchen Hilfe und wir haben eigentlich nur 40, 50 Anwälte, die sich bis jetzt trauen. Vielen Dank an diese Anwälte, dass die überhaupt schon einmal so weit sind. Es gibt auf diversen Plattformen wie afa-zone.at auch Formulare zum Runterladen, wenn man eine Anzeige auf einer Demo kriegt oder weil man sich irgendwo in eine Corona-Maßnahme nicht hält und deswegen einen Strafzettel kriegt. Da könnt ihr das Formular herunterladen. Ihr braucht dann nur eure Daten einfügen. Das schickt ihr bitte eingeschrieben mit Rückschein an die entsprechende Behörde. Genau. Ich habe das jetzt schon viele, viele, viele Male gemacht, ja, und es ist nie mehr was zurückgekommen. Also bitte habt keine Angst vor Strafen, es ist alles rechtswidrig, diese ganzen Verordnungen sind zahm und haltlos. Scheißt's drauf. Ich weiß echt nicht mehr anders zum sagen, ja, scheißt's drauf. Wir sind freie Menschen, wir sind in Österreich, das Recht geht vom Volk aus und wir müssen dieses Recht einfordern. Wenn wir immer nur kuschen, dann werden sie uns so lange die Rechte weiter entziehen, bis wir nur mehr Sklaven sind. Und in so einer Welt will ich nicht leben. Steht's auf, wehrt euch, habt keine Angst. Da gibt's eigentlich nichts mehr zu sagen. Patrick, ich danke dir vielmals.
sehr emotional, sehr wahr. Also stellt euch auf die Hinterfüß, habt ein Herz, habt ein Hirn, versucht die Spaltung zu überwinden, aber seid einfach mutig. Wir müssen jetzt mutig sein, damit wir in Zukunft nicht chinesische Verhältnisse haben und eingesperrt werden und in Wahrheit nichts mehr zum Reden haben. Wir wollen frei sein und wir wollen auch, dass die Kinder und die Enkelkinder und alle, die nach uns kommen, eine lebenswerte Zukunft haben. Ganz genau. Das will ich für meine Kinder, Enkelkinder, Nichten, Cousinen und alle zukünftigen Generationen. Wir können es nur gemeinsam schaffen. Alles Liebe. Danke fürs Zusehen. Dicke Küsse, dickes Bussi und habt ein Herz und seid mutig wie Löwen. Alles Liebe euch. Das ist so emotional.